Vorne links waren unsere Plätze. Es war zwar kalt, aber wir waren warm angezogen und freuten uns auf eine schöne Rückfahrt. So, wir sind auch einfach sitzen geblieben und fahren die Runde jetzt zurück. Und das war ein großer Irrtum. Wir hatten den Captain vorher gefragt, wenn wir sitzen bleiben, fahren Sie dann die Tour wieder zurück? Ja, war die Antwort. Wir fuhren aber jetzt vorbei an vielen, vielen Schiffen, sahen dann rechts diese Art Hochbahn, sahen dann viele Schiffe auf einer Seite, Container, Kräne und so weiter und hatten das Gefühl, wir fahren aufs Meer hinaus, denn vorher haben wir auch schon festgestellt, es war Flut und entsprechend war auch der Seegang. Bei einem kurzen Stopp wurde dann der zweite Captain ausgeladen, der hatte wohl Dienstschluss. Es war stockdunkel und fast Mitternacht und so richtig wohl fühlten wir uns nicht, wo wir denn landen werden. Hier rot eingezeichnet dann unsere Tour. Und hier ist die Mutti noch gar nicht gesehen, aber sie ist ein bisschen im Dunkeln. Man sieht auch nichts von ihr, tut mir leid. Wieso haben wir jetzt zwei Kapitäne? Nein, aber nicht. Ach, der eine ist vielleicht woanders zu Hause und steigt dann da aus. Ja, hier ist Zug. Zug? Zugstation gewesen. Aber du sitzt ja ganz vorne und fit. Besser, aber hier ist ja auch nicht so viel. Nee. Bei mir ist viel. Flugzeug. Was ist das denn für eine Bahn? Guck mal, eine Hochbahn. Wir werden entführt! Hallo! Hilfe! Socorro! Aber da hinten. Nee. Vielleicht ist es auch eine andere Insel. Rutzitür. So, dann sind wir jetzt auf diesem, in diesem so, was Gang. Ist, ah! Oh, guck mal, ist das nicht hier unser Schiff? Was? Unser Partyschiff? Was? Unser Schiff? Nee. So. Nee. Nee, doch. Nee. Das hat man noch nicht drauf. Wir wissen zwar nicht, was es ist. Was steht da? Was tut die? Ah ja, wir sind schon in Russland. Ja, wir wissen, dass wir irgendwann nicht mehr heimkommen, weil ich lache mich kaputt, doch. Weil hier werden nur Linie 2 und 5 eingestellt. Was? Worüber lachst du dich kaputt? Ansonsten ist ja hier tote Hose außer einer Reihe schöner Lichter. So, hier tobt der Bär. Wir sind in einer Station auf dem Wasser, die so Geräusche macht, als wenn sie sich gleich löst. Allein auf weiter Flur. Wir schreien schon um Hilfe, wir haben leider keine Fackeln dabei. Und das Scheißboot kommt nicht. Hier kommt weit und breit kein Boot. Ich sehe kein Boot. Alleine und durchgefroren kam dann nach einer gefühlten Ewigkeit doch endlich ein Schiff. Guck mal, wirklich. Krass. Schwappt schon über. Schwappt schon über, stimmt wohl. Denn als wir gesehen haben, wie herrlich leer es war, sind wir nochmal zum Markusplatz,
der tatsächlich nass war, aber geregnet hatte es nicht. Also stimmt die Theorie, der Markusplatz ist auf dem gleichen Level wie der Wasserspiegel. Ich habe das jetzt aber als grandiosen Abschluss dieses vollgepackten Tages empfunden. Hier zu stehen und zu sehen, es ist leer, keine Verkaufsbuden, keine Menschenmassen und diese grandiose Schönheit in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Ruhe eingekehrt auf dem San Marco Platz. Ruhe ist gewesen. Warum haben sie denn diesen Turm nicht beleuchtet? Wenigstens oben, wo den Kranz. Ja, die zwei Männer da beleuchtet die Glocke da. Ja, das stimmt. Ist schön übrigens. Es klang auch sehr schön. Als die Laterne davor mal wegmachen. So. Das ist schön, das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Ich habe das in der Pfütze von unten fotografiert, dass sich der spiegelt. Mhm. Ja, selbst die Kirche ist nicht angeleuchtet. Ne? Selbst die Kirche ist nicht angeleuchtet. Nicht so prickelnd. Danke fürs Zuschauen und für eure Unterstützung in Form von Abos, Kommentaren oder Likes.